Okay, jetzt gehen wir, jetzt wissen wir, was Division mit Rest bedeutet. Ja, und dass, wenn ich so eine Division mit Rest mache, dass es dann nur genau ein Zahlenpaar geben kann, sodass diese Division mit Rest hier funktioniert. So. Jetzt gucken wir uns mal, gehen wir zurück zum größten gemeinsamen Teiler und gucken uns mal ein paar Sätzchen zum GGT an, die praktisch sind und die wir brauchen später für das Verfahren, das ich Ihnen vorstelle, um den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen zu bestimmen. So. Die sind jetzt am Anfang relativ einfach, werden Sie feststellen, macht aber nichts, brauchen wir trotzdem. Was ist der GGT von A und A? Ja? A, genau, richtig. Wie sind Sie drauf gekommen? Ja, wenn die beiden Zahlen, also wenn die Zahl ja gleich ist, ja. Wenn die Zahl gleich ist, muss der größte gemeinsame Teiler die Zahl selbst sein. Okay, Begründung. Kann es jemand begründen mit der Definition des GGT? Wie haben wir das nochmal definiert? GGT, größter gemeinsamer Teiler? Ja? Sie argumentieren über die Primfaktorzerlegung, genau, kann man auch machen. Das war aber nicht die Definition des größten gemeinsamen Teilers. Das war eine Folgerung, wie man den bestimmen kann über die Primfaktorzerlegung. Die Definition war ein bisschen anders, ja? Schnittmenge beider Zahlen. Schnittmenge der Teilermengen beider Zahlen, genau. Daraus dann halt die größte Zahl. Genau, man bildet die Schnittmenge der Teilermengen beider Zahlen und daraus die größte Zahl. Ne? Und wenn man jetzt hier die Schnittmenge der Teilermengen der beiden Zahlen bildet, was ist TA geschnitten mit TA? Ja? 1 und A, nur wenn A eine Primzahl ist, ne? Ja. Nö, ja, aber was ist M geschnitten mit M? Hm? M, genau, also TA, ne? Wenn ich eine Menge mit sich selbst schneide, kommt sie selbst wieder raus. So, und das größte Element da draus hier ist A. So, okay. Ich schreibe jetzt keinen kompletten Beweis hin, sondern nur die Idee hier, ja? Weil es einfach zu aufwendig ist und sehr klar. Okay? So. Was ist der größte gemeinsame Teiler von A und 1? Ja? Die 1. Warum? Moment, Sie müssen aufpassen. Die Teilermenge von A ist nicht 1 und A, nur wenn A eine Primzahl ist. Ja, ja, das ist wichtig, ich habe ja irgendeine Zahl A. Ja? Also, man hat die Teilermenge von A und was ist die Teilermenge von 1? Die 1. Ne? Also, weil die Teilermenge von 1 ist 1, es gibt keine anderen Teiler von der 1 als die 1 und somit T von A geschnitten mit T von 1 ist gleich. Das hier, ne? Genau. Die Teilermenge von 1 ist die 1. Die 1 ist auch in jeder Teilermenge von irgendeinem A. Die 1 teilt alle Zahlen und dementsprechend ist sie auch in der Schnittmenge letztlich dieser beiden Mengen. Und da hier nur die 1 drin ist, ist letztlich auch in der Schnittmenge nur die 1 und das größte Element daraus ist die 1. So. Was ist der größte gemeinsame Teiler von A und 0? Ja? Gibt keinen Teiler? Hm. Ja? Ach so, doch, ja. Ah, Mist. Ja? Ah, genau, richtig. Warum? Der größte
Mhm. Und von 0 kann die Teilteiler sein. Genau, also die argumentieren Sie über die Teilermengen, genau. Was ist die Teilermenge von 0? Bitte? Wie nennt man denn alle Zahlen? Alle natürlichen, genau. Richtig. Ja, genau, die Teilermenge von 0 ist n. Ne? So, und wenn ich die Teilermenge von a nehme und mit n schneide, dann kommt die Teilermenge von a raus. Ja, wenn ich n ganz n nehme und schneide die mit der Teilermenge von a, was ja eine Teilmenge von n ist, dann kommt wieder die Teilmenge von n raus. Sie sehen, wir berufen uns hier nur auf die Mengenoperationen, die wir alle mal bewiesen haben. Also diese Aussagen über Mengenoperationen. So, jetzt wird es ein bisschen kniffliger. Und nee, jetzt auch noch nicht ganz, aber später dann. Na. Ja? Bitte? Dass man durch 0 alles teilen kann, ist ja eigentlich... Nein, Vorsicht. Man kann nicht durch 0 alles teilen, sondern man kann 0 durch alles teilen. Ja, aber wieso? Haben wir das einfach bestimmt? Wieso? Ah ja, interessant. Wieso kann man die Zahl 0 durch alle natürlichen Zahlen teilen? Warum teilen alle natürlichen Zahlen die 0? Weil das einzige Q, das für... Genau. Sie argumentieren über die Teiltrelation. Eine Zahl a teilt eine Zahl b. Wir haben ja gesagt, schreiben wir nochmal hier hin. A teilt b genau dann, wenn es existiert ein q, sodass a mal q, Quatsch, doch, a mal q gleich b ist. Ja? So. 5 teilt 0, weil gibt es ein q, sodass 5 mal Q gleich 0 ist. Ja. Ne? Denn 5 mal 0 ist gleich 0. Jede Zahl teilt 0, weil sie ein Q finden, sodass die Zahl mal diesem Q gleich 0 ist. Und das Q ist immer 0. Also teilt jede natürliche Zahl die 0. Ja. Müssen wir nicht nur hinschreiben, die Teilermenge von 0 ist die Menge der natürlichen Zahlen ohne 0? Habe ich gemacht. Das ist die Menge der natürlichen Zahlen ohne 0, weil die Menge der natürlichen Zahlen mit 0 hat eine 0 im Index. Das heißt mit 0? Ja. Wenn man die 0 hinmacht, heißt es mit 0. Dann haben Sie aber so einiges falsch gemacht bislang. Nein, also wenn ich jetzt, das darf ich nicht schreiben an dieser Stelle. Das hier ist die Menge der natürlichen Zahlen, so wie wir sie in der ersten Vorlesung definiert haben, mit Peano-Axiom und so weiter. Ne? Das ist die Menge der natürlichen Zahlen ohne 0. So. Aber das ist so, wie man es definiert jeweils. Ne? Manche sagen auch, da ist die 0 mit drin. Manche sagen, da ist die 0 mit drin. Und das hier ist die Menge der natürlichen Zahlen ohne 0. Naja, ist Konvention, gell? Sie wissen schon, Sie müssen, ist ja eigentlich auch wurscht, Sie müssen einfach nur wissen, was Sie meinen. So. Die Null dabei sein? Was? Die Null dürfte doch aber auch dabei sein. Ach so. A durch A teilt ist es 1, auch wenn man nicht durch 0 teilen dürfte, offiziell, aber wenn ich noch A durch A habe, ist 1 definiert. Bitte? A durch A ist 1, ja? Ja gut, ich sag mal so, im. Ja. Also 0, im speziellen Fall teilt die 0 die 0. Ja, weil es gibt natürlich eine Zahl, die, mit der ich 0 multiplizieren kann, sodass 0 rauskommt. So. Im Allgemeinen gilt es natürlich nicht, es gibt keine Zahl, 0 teilt nicht 1 und so weiter. Soweit ich mich erinnere, ich bin es aber auch nicht sicher, haben wir gesagt, als wir die Teilermenge definiert haben, dass die aus n ist ohne 0. Also dann geht es nicht mehr, sobald wir das gemacht haben. Genau. So.
Nächster Satz. GGTAB ist gleich GGTBA. Thema dafür die Begründung. Größter gemeinsamer Teiler von A und B ist das gleiche wie größter gemeinsamer Teiler von B und A. Kann das jemand begründen mit den Teilermengen? Ja? Egal, mit welchen Mengen man anfängt. Also wenn man sich auch mit dem Venn-Diagramm macht. Ja, mit Venn-Diagramm begründet, genau. Dann ist ja egal, wo jetzt A und B ist. Ja. Das sieht ja immer gleich aus. Ist egal, wo A und B ist. Beim Venn-Diagramm sieht immer gleich aus, genau. Letztlich, weil, wenn ich zwei Mengen schneide, ist es egal, wie rum. Ne? Ist kommutativ. Die Schnittoperation. Weil TA geschnitten mit TB das gleiche ist wie TB geschnitten mit TA. So. Jetzt kommt aber was, das sieht man jetzt sofort. Und das ist jetzt der entscheidende Satz. Der GGT von A und B ist das gleiche wie der GGT von A minus B und B. Hoch. Der GGT von A und B ist dasselbe wie der GGT von folgenden Zahlen. Ich ziehe von A das B ab und B. Wenn da mal kurz drüber nachdenkt, dann sieht man nicht sofort, warum das stimmt, gell? Das heißt, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinlegen zum Beweisen. Das müssen wir jetzt richtig beweisen. So.